Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge What's Up mit mir, Zavex und Zafina. Firestar befindet sich irgendwo im Nirgendwo, mitten in der Pampa und sucht die Wilderer, die sich irgendwo befinden sollen. Und dann sollen wir das halt orten. Die Wilderer scheinen sich in der Richtung zu befinden. Das ist sehr gut und dann werden wir also heute dorthin reisen, die voll in die Eier treten, da sie ein paar Tiere platt machen. Und das geht so nicht. Nee, noch nie. Wir dürfen Tiere platt machen, denn wir sind so, weil Zafina ein Draken ist, Draken dürfen das. Und Leute, die die Quests machen, dürfen das auch. Aber so Wilderer, die machen ja nicht die Quests. Also dürfen die das nicht. Duh. Ne, also alle, die nicht zum Dominion gehören, müssen sterben. Das ist eine ganz simple, logische Sache. Die simpel ist. Und logisch. Was ist das? Und Alter! Geh weg! Oh komm! Come on! Come on! Guy! Du hast mich nicht mal mehr verletzt! Kipp um! Danke! So sieht's aus! Das ist ein krasses Schild! Was du da hast. Oh, das Ding, das kämpft schon gegen uns. Ich verstehe. Eieiei. Hup, hup und tot. Yeah, hier ist die Basis. Es ist Zeit zu handeln. So viel zu tun und so wenig Zeit. Ich glaube, ich erblende. Sieh dir nur die Größe dieses Lagers an. Ich hoffe, du bist bereit für etwas Chaos, Bürgerin, denn dafür wirst du jetzt sorgen. Chaos ist mein zweiter Vorname. Zeig keine Gnade. Diese schmierigen Wilderer werden für ihren Gesetzesbruch bezahlen. Ich werde diese Wilderer nicht auf dem Land des Kaisers dulden. Deaktiviere ihre Kommunikation und dann vernichte alles, was sich dir in den Weg stellt. Mit Vergnügen. Enttäusche mich nicht. Für diese Kriminellen gibt es kein Entrinnen. Töte sie mit gehobenen Zeigefinger. Denn so macht es ein echter Gentleman. Boom. Aber das ist Zafina nicht. Zerfetzt alles und breite alles nieder. Herausforderung beginnt. Alles Klärchen. Töte Krimogmadöre, Pani, bevor die Zeit abläuft. Töten? Töten kann ich super. Warum zählt er gerade nicht? Oh Gott. Oh Gott, ich sollte nicht in... Not in the fire! Ja gut, ich wollte alles in Feuer setzen, aber... wollte nicht selber ins Feuer. So, das Toastbrot. So, Leute. Was seid ihr denn da gerade am... warten? Weg mit euch! So, wo sind die Nächsten? Beam. Ein super Knackelschuss. Ich finde toll, dass ich mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Dribble Master Super Race Kill. Da. Und den Super Pass. Boom. Yeah. Weg mit euch. Keine Verschnaufpause. So. Da haben wir die Rüstung mal richtig weggehauen. Der ist auch weg. Wo sind denn noch welche? Da ist noch welche. Hello, guys. Ihr könnt euch nicht bewegen. Ist das nicht super? Und jetzt seid ihr auch schon weg. Bronze-Rang verliehen. Oh yeah. Bronze. Genau so. Und hier ist ein Teil. Herausforderung beginnt. What? Sammle Frachtbriefe ein. Okay. Mehr Frachtbriefe für uns. Und dort noch einer. Bronzerang verliehen. Oh, Baby. Dort sind noch weitere. Zack, die Schnaggel. Und hier ist ein Teil der Geschichte. Yeah. Hier sind noch weitere.
So. Weggeblastert bist du. Yeah, boom, boom. Bubble, bam, bam. Ah, hier sind ja noch lauter andere. Heilige Mühe. Wo ist die Kuh? Mehr Booms. Mehr Booms. Yeah. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich gerade. Oh Gott. Verlangsamungs- und Beweglichkeitsattacke macht keinen Sinn. Wenn Gegner sich eh nicht bewegen. Silberrang verliehen. Yeah. That's nice. Ja? Bedeutet, Silberrang zu kriegen ist. Das ist weggefetzt. Haha. dahinter ist noch einer. Der einfach nicht herkommt. Der Arsch. Was ein Frechdachs. What a Frechdachs. Oh Gott, das Bass ist ja riesiger, als ich gedacht habe. So, nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir definitiv noch. Boom. Aber Mo von dir weggeschnuggelt. Der hat mutierte Affen. Wobei. Ah, hier sind keine starken Gegner. Shit. Very close. Ja. Wobei, wenn wir die zwei Großen platt machen. Nein. Dich vielleicht? Oh, da ist der Lord. Ich hab dich Lord Pepto gemacht. Bestanden. Oh, na gut. Dann halt nicht. Hab sonst ganz viele Gegner platt gemacht. Schade. Das ist echt schade. So. Jetzt habe ich, glaube ich, ein paar Sachen übersprungen. So halb. So, da ist noch einer von den Dingern. Was ist hier? Das ganze Ding blinkt. Blinky blink. Das ganze Ding macht Blinky Bill. So, ich müsste doch noch irgendwie einer von diesen Sammeldingern kriegen. Das müsste doch möglich sein. Hier vielleicht? Nee, doch da. Oder? Da! Aha! Herausforderung bestanden! Oh yeah! Crazy Belohnungen für uns! Immer das Höchste. Ja, ja, ja? Komm schon, komm schon, komm schon! Yeah! Wuhu! Bringt uns nichts, weil es Technik gibt. Meine ich jedenfalls. So, aber wir haben noch eine Belohnung. Die Waffe ist. Zufällige Attribute. Können wir mal gucken, ob es besser wird oder nicht. Bibu, 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 bibu. Bibu, bibu. Na gut. Es ist es nicht geworden, aber. Die hat keine Zähigkeit, dafür Mumm. Die ist besser, oder? Naja, Zähigkeit ist doch. Rüstungsgedönsel. Nicht da, nicht da. So, Charakter. Nee, das ist Inventar. Ich und die Tasten hier. I? I? Bopi, papi, bopi, pap, 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 pap. P. Muss ich mal merken. Zähigkeit. Basis-Lebenspunkte. Wenn ich das anziehe, verliere ich gut 200 Lebenspunkte. Höhe aber meine Fitness und mein Mumm. Mein Mumm macht kritische Treffer. Wir können das ja mal einfach ausrüsten. Wenn wir dann doch zu viel Schaden kriegen, wissen wir, nicht so toll. Technik ist Ablenkwert, kritischer Parierwert. Und Wahrnehmung ist Unterstützungskraft brauchen wir ja gar nicht. Warum haben wir was mit Unterstützung ausgerüstet? Weiß nicht, wusste. So, dann können wir das ausrüsten, weil es dann anscheinend ja definitiv besser ist. Nun gut. Wir haben da noch einen schlechteren. Aha, wir haben ganz viele Sachen da. So, nun gut.
Back to action. Hier gibt's Dinge zum Anzünden. In Flammen. Diese Treibstofffass trägt das Zeichen der Marodeure von Krimwack, sowie die Warnhinweis, es nicht externer Hitze oder Flammen oder ungefilterter Atmosphäre auszusetzen. Dann wollen wir das einfach mal einsetzen. Oha. Ha! Boom. Kein Verletztes. Oh. Wie enttäuschend. That make me sad. So, da deaktiviere es dort. So, wir können noch ein paar mehr von diesen Dingern in die Luft jagen. Die Leute sind wieder da. Macht Boom. Immer schön aus der Reichweite sein. Okay, ihr beide seid im Weg. Oh, das kann man schnell ändern. Achso, jetzt müssen wir auch töten für diese... Na. Hätte ich die einfach angenommen. Ich habe gerade so viele platt gemacht. So, jetzt ihr seid alle schwache. Aber das wird wohl eine ganz schnelle Aufgabe zu sein. Schein. So. Was ist da denn? Wie bist du denn? Achso, du bist im Turm. Boom. Kannst dich nicht mehr bewegen. Haha. Weil du dich immer so viel bewegst. Nicht. Ihh. Welche Bestien. Das ist ja ekelhaft. So. Ja, seid ihr gestern lockt. Geil, Mann. So. Die Dinger sind schon wieder da. Das ist doch wunderbar praktisch. Dann lünden wir das Lünden. Genau, lünden wir das letzte Mal an. Dann lünden wir die Explosion richtig ab. Ein paar kleine platt machen. Mehr oder weniger kleine, ne? Sie tun recht groß. So, dann ist da ein von diesen Sensordingern, die wir kaputt machen dürfen. Bup. Da. Bibup, bibup. Haha, funktioniert. Eins von zwei. Und hier noch zwei kleine. Boom. Explosionen. Die ihresgleichen suchen. Hallo? Wo geht's als nächstes lang? Ach da, genau da. Stimmt. Nun gut. Boom, boom. Ach, und das ist das, was wir von der Ferne gesehen haben. Von da, weil wir bei dem Baum waren, dieses komische Schiffgerüst. Jetzt ergibt alles Sinn. Seht ihr das noch? Los, komm, komm zu mir. Komm zu mir. Ich hab dich voll getrollt. Geil. Kam's dann nicht mal richtig zum Zuge. Zu viel Feuer. Bisschen ausweichen und schon passt das Ganze. So, dann deaktivieren wir das auch. Bibu, bibab. Bumsum. Es ist Zeit zu handeln. So viel Zeit. Ist uns schon gar nicht Zeit. Ario und ich haben die Explosion bis hierher gehört, Bürgerin. Das hat ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert. Eine Sache musst du noch erledigen. Jawohl, Sir. Es ist Zeit zu handeln. So viel zu tun und so wenig Zeit. Ich habe Venatos letzte Kommunikationssignal überprüft. Dabei habe ich festgestellt, dass es aus einem Camp der Marodeure kam. Finde den Verräter und führe ihn seiner gerechten Strafe zu. Ich kümmere mich um Venator. Handle mit dem Mut des Dominus. Venator muss von Anfang an den Wäldern zusammengearbeitet haben. Ein Verräter, der durch und durch. Wir haben den aus Versehen schon mal platt gemacht. In dem Rausch des Tötens. Jetzt fetzen wir ihn aber nochmal so richtig weg. Bim! Haha! Bum, bum! Upp, du hast gelebt. Jetzt nicht mehr. Zack, bum, tot. Alles durch. I'm done here. Nicht ganz. Ihr beide müsst mir noch drauf gehen, bevor ich... Nee, gar nicht. Wir sind durch. Wir sind hier durch. Leute, genug mit der Wilderei. Hat sich ausgewildert.
Wir können auf das Mounty Mount. Traufi drauf. Können wir noch Lucky Lucky machen? Ob hier irgendwie noch was Krasses versteckt ist. Dann nehmen wir hier Logs oder Einträge. Können sich gut hier verstecken. Kann sich da ein bisschen Standard... Oh, Relikt-Sachen habe ich lange nicht mehr eingesammelt. Das kann man doch mal machen. Yeah. Okay. Was ist denn das für eine Fahne? Da, melde dich. 77. Kann man da hoch? Ha, ich... Upsi. Ha, 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 ha. Ja? Das sieht gut aus. Denke ich. Uiuiui. Hier oben. Bin ich noch höher? Man soll da hoch. Okay. Da geht man aber nur wieder runter. Aha. Ich verstehe es nicht. Sonderbar. Geheimnisse über Geheimnisse. In dem Land. Was war das denn? Könnte natürlich auch einen Unterwassereingang haben. Was ich aber ehrlich gesagt nicht glaube. Das ist unser Atem. Wenn der alle sitzt, sind wir auch tot. Oder kriegen verdammt viel Schaden. Yep. 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 So, nun gut. Dann denke ich mal, ignorieren wir das erstmal. Erstmal ignorieren. Das ist immer die beste Möglichkeit. So, dann kommt man sicher irgendwann anderes. Irgendwie gescheiter mal hoch. Ja, 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 so kann man das machen. In der nächsten Folge gehen wir... Wo gehen wir dann hin? Hier gibt's bei der endlosen Wacht noch... Ist das eine ganze Stadt? Ist das eine ganze Stadt? So nah vor uns eine ganze Stadt? Ah, das ist im Endeffekt das letzte Gebiet hier. Ja gut, dann gibt's noch diesen kleinen Ausgang, der wahrscheinlich... Das da führt dann halt ein direkter Weg, da brauchst du nicht mal ein Taxi. Du kannst auch da schön langlaufen. Und dann gibt's hier dieses Feuerblut. Aber im Grunde ist es das letzte. Niese! Na gut, und man muss irgendwie da hochkommen. Will ich schon fast sagen, dass man besser von so hochkommt, anstatt irgendwie so komisch zu springen. Naja, mal gucken. Alles klar, ich bin Zavex und das war eine weitere Folge White Star. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wenn nicht, dann frage ich mich, wie man das da nicht so lange gucken konnte. Wie so oft. Ne? Aber nur gut. Das, muss mir ja jetzt nicht klar sein. Ich habe gerade den Faden verloren. Ich sollte besser die Folge beenden. Oh, und ich habe was Neues an. Guckt euch das an. Safina sieht voll hübsch aus. Ich mag sie. Ich hoffe, ihr auch. Alles klar, ich bin raus. Ciao.